Großer Mann. Na? Wie geht's dir? Ja, da ist aufgestanden. Ich war die ganze Zeit am Fluss. Ich war am Fluss Was unten. Hast du da gemacht? Nachgedacht. Oje. Was denn los, Großer? Weiß ich nicht, ob ich das sagen soll. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wenn du was sagen willst, dann sag's. Okay? Wenn man lügt, dann ist das doof. Wer hat denn gelogen? Vielleicht, aber nur ich. Aber es ist nichts Großes, war für ihn ist was Du hast Großes. gelogen? Ich weiß noch nicht, wie ich es verpacken soll. Vielleicht. Was heißt vielleicht? War es eine ganz, ganz schlimme Lüge oder nur so eine kleine? Weiß ich nicht. Und du willst es mir nicht erzählen? Dann sagst du das weiter und dann ist Kenny ganz doll wütend und Wenn du es mir erzählen willst, dann sag's. Und wenn nicht, dann ist für mich auch okay. Fühl ich. Lass ich bis nachdenken. Einer Stinker. Ach, ich habe mit Ruby gesprochen. Wegen Armadillo, wegen der Ranch. Bist du schon wieder gegangen oder was? Wir versuchen noch die Telegrammnummer rauszubekommen. Die Tage und dass wir vielleicht am Wochenende runterreiten können. Aber ist dann nicht das mit dem Zug? Wann ist denn das mit dem Zug? Ach, das ist gerade eben, okay. Bist du wieder gegangen? Okay, schade. Nicht mitbekommen. Weiß ich nicht. Dann müssen wir Ruby fragen. Aber das kriegen wir schon hin. Weil Ruwe meinte ja auch, dass die wohl noch Probleme haben da mit der Ranch, deswegen sind die auch noch nicht da. Also nicht an der Ranch, die arbeiten, glaube ich, noch woanders, meinte sie. Da schreiben wir ihnen vor ein Telegramm und dann können wir, wenn die unten sind, dann mal auch vorbeischauen. Und kommst du mit mir oder bleibst du hier? Ich komme mit. Ich bin froh, dass Kühe nicht reden können. Warum denn?
Vielleicht ist mir letztens eine aus dem Stall abgehauen und vielleicht war ich dann mit Schlumpi und mit Grizzly und der Kuh auf der Weide und vielleicht habe ich Kenny gesagt, dass ich das vorher noch nie gemacht habe und vielleicht habe ich dann gelogen und vielleicht ist Kenny dann wütend. Das heißt, der Rest haben wir jetzt selbst in der Hand. Vielleicht warst du mit Schlumpi und mit der Kuh auf der Weide. Und vielleicht hat das Kenny mitbekommen. Vielleicht hat Kenny gefragt, ob ich das schon gemacht habe. Und vielleicht habe ich dann nein gesagt. Ich weiß, das kenne ich nicht böse, aber für Eben, aufgrund seiner Geschichte mit seiner Theaterfrau, weiß Eben ja, wie doof es ist, Also wenn man lügt. vielleicht warst du schon öfters mit der Kuh mit Schlumpi auf der Weide. Vielleicht. Aber du, was hat Kenny heute gefragt? Das warst du. Und da eben ja nicht weiß, ob er es durfte. Natürlich ist Kenny nicht böse. Wird keiner böse drauf sein, natürlich nicht. Aber für Eben ist es halt mit seiner Hintergrundgefühl, mit seiner Theaterfrau. Vielleicht magst du das Kenny irgendwas vielleicht erzählen, dass du vielleicht schon mit der Kuh auf die Weide gehst und vielleicht ist ja Kenny gar nicht dann wütend auf dich. Vielleicht dann doch so wie die Theaterfrau. Welche Theaterfrau? Die gesagt hat, ich lüge. War auch, glaube ich, die allererste Lüge nach 114 Tagen. Aber ich glaube nicht, dass Kenny dir böse sein wird. Ich glaube, vorher hat Even noch nie so bewusst gelogen. Es wird mir kein Beispiel einfallen, was Even so beschäftigt hat wie das jetzt. Aber vielleicht solltest du auch ein bisschen aufpassen. Vielleicht machen wir uns doch alle nur Sorgen, dass dir irgendwas passiert. Vielleicht. Vielleicht. Ich muss Joe noch ein bisschen konditionieren, dass er Bilder verstehen lernt. Ach Ich ja. weiß noch nicht, wie ich es mache, aber das muss ich ihm noch beibringen, weil eigentlich hat Joe einen Brief, also ein Bild bekommen, dass wir an dem Fluss sind unten. Aber ich glaube, er hat nicht so interpretiert wie damals Horn. Ich muss ihm das irgendwie noch konditionieren. Weiß auch nicht. Naja, demnächst. Haben wir noch irgendwas zu essen? Was ist los, Großer? Haben wir nicht noch. Bin wieder blind. Komm. Ja, vielleicht. Nur vielleicht. Die haben nicht zugegeben. Was eigentlich wieder doof ist.
Magst du ein paar Hühner aufschrecken, Großer? Dann kommst du vielleicht auch auf andere Gedanken. Ja, mit vielleicht. Dem Pferd heute los. Ach Gott, Hühner. Dann besitzt er doch vielleicht. Na gut. Der wird aber so hohe Potenzial haben. So, dann gehe ich wieder die Kühe melken. Ach ja. Na schnell?